One, two, three, four. Hallo Leute, ich grüße euch. Heute möchte ich euch zeigen, wie du in der einen Hand rasselst und der anderen ein Beat spielst. Das Tolle daran ist, du bist wie so eine kleine Band. Du kannst eine kleine Band machen. Du erfüllst ja mehrere Soundspektren, ja? Beats, also die Trommel, der tiefe Sound und in diesem Fall die Rassel. Und wenn du jetzt mit anderen Leuten zusammenspielst, ist es toll. Jemand kann dazu Solo spielen, andere Trommler oder ein Geiger oder Gitarre. Ja, es ist toll, ein so kleines Set zu haben. Und es geht wie folgt. Du brauchst ein Rasselei oder irgendeine Rassel halt. Ja. Ich habe jetzt so ein Rasselei genommen. Und das, für das, was wir vorhaben, brauchst du erstmal das, dass du dein... Ja, du nimmst ein Ei und kriegst es erstmal hin, dass es schön hin und her rasselt. Ja. Vielleicht, ob nur mit Betonung oder ohne, das ist bei unserer Sache jetzt erstmal nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, dass du das... Und wenn du das dann hast, dann machst du erstmal hier auf deiner Trommel die Wippe. Also Bass hoch, Bass hoch. So dich erstmal dran zu orientieren. Hier rasseln und hier diese Bewegung. Das ist spaßig. Also ich mach's mal vor. Okay, das würde ich jetzt sagen, das ist erstmal das Grundding. Du lernst in der einen Hand rasseln, in der anderen Hand den Rhythmus durchzuhalten. Ich empfehle dir, fang mit einem wirklich leichten Rhythmus an, wo du dich drin vertiefen kannst. Die nächste Stufe ist, du machst einen Doppelbass. Nimmst den Herzrhythmus, die Variante. Und rasselst dazu. Das ist das Nächste. Du wirst merken, wenn du dich damit vertraut machst, du wirst den Rhythmus schnell halten können. Ja? Beginne aber mit simplen Rhythmen, ja? Dass dein Körper sich dran gewöhnen kann. So, und nun, zum Beispiel nehmen wir mal den Shaamba-Rhythmus. Ich mache dir den noch mal kurz vor. So, und der lässt sich jetzt nur auf verschiedenste Weisen trommeln. Wir haben das schon euch gezeigt. Und jetzt aber mit Rassel. Und zwar... der Bass im Prinzip bum, 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 bum. Und die Rassel dazu. Ich habe ein bisschen improvisiert. Also, das ist, und ich möchte dich damit einfach anregen. Du überlegst dir eigene Rhythmen, ja, die du mit deiner Nebenhand spielst, auf deiner Trommel. Du kannst auch mehrere Trommel nehmen. Und die Rassel in der anderen Hand, ja. Alright? Das von mir heute, diese herrliche kleine Inspiration, wie eine kleine Band zu sein. Ich selber mache das oft. Ich habe aber oft dann auch mehrere Trommel, damit ich melodiös spielen kann. So. Und so weiter. Okay, also das Video endet jetzt hier. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Und ich werde zum Schluss noch ein kleines bisschen jammen, ja, als Inspiration. Hier ist Ingo Gutmann. Und ich wünsche dir einen schönen Tag.